So, willkommen zu einem kleinen Video, wirklich nur sehr klein. Frau Holle hat uns besucht, beziehungsweise sie ist aktuell zu Besuch. So, ja, mal nun den Eurocity, den anderen habe ich euch nicht mitgefilmt. Eurocity aus Verona nach München. Nächster Halt Franzensfeste Brixen Innsbruck. Hier haben wir jetzt die Arena Verona Sonderbeklebung. Und die wird doch auch bald mal wahrscheinlich entklebt, denn wir haben schon 2024. Also das ist echt crazy hier. Also gestern und vorgestern war es noch sehr, sehr warm. Wir hatten zum Mittag teilweise 20 Grad. Also hier nicht in dem Ort, aber unten Bozen ja. Zwei Nightjet-Wagen hintereinander. Und heute schneit es und das soll anscheinend recht weit runter schneien. Also wenn es sogar hier schneit, dann bitte. Also das ist echt crazy. Gefällt mir auf jeden Fall. Leider habe ich nur eine kurze Mittagspause. Heißt, wenn wir erst Pech haben, dann war das schon der letzte Zug. Also hier dieses Schild. Ich weiß auch nicht, was sie gemacht haben. Das Brixen in Deutsch ist auf einen anderen Untergrund. Dementsprechend wird das dazu geklebt worden sein. Da werden die wahrscheinlich die Originalsprache vergessen haben, beziehungsweise die zweite. Direkt dahinter, das haben sie jetzt mal richtig hinbekommen, zuerst den Güterzug und dann den Regionalzug. Der Trentino Flirt, eine Sache, die ich sehr gerne im Regen, im Schnee sehe, ein weiß-roter Zug in weißer Landschaft. Natürlich hier jetzt nicht so beeindruckend, weil hier dennoch viel auch nicht weiß ist. Übrigens, das Signal dahinter könnte schon für den nächsten Regio sein, der aber erst in über 10 Minuten hier sein sollte. Dementsprechend, naja, der ist jetzt sogar ein bisschen zu früh, auch schön. In Franzensfeste haben die nämlich manchmal einen Aufenthalt von über 2 bis 3 Minuten. Die hier Richtung Süden nicht so häufig wie die Richtung Norden. Die Richtung Norden, da passiert es öfter. Aber wird schon alles gut klappen aktuell. Warum hupen die Züge hier immer? Auch der Güterzug vorhin hat vielleicht auch wegen mir gehupt, ich weiß es nicht. Aber hinten schön den Schnee oben, weil er auf dem Brenner gestanden ist. Warum hupen die hier? Einfach weil der Bahnsteig sehr eng ist und die Leute teilweise sehr knapp an der Bahnsteigkante stehen. Dementsprechend sind die hier A langsam, der hier ist noch recht schnell im Verhältnis eingefahren zu wie langsam die teilweise hier einfahren. Und eben hupen tun die dann auch manchmal. So, Signal ist dann doch nicht für den Regio, sondern für den Güterzug. Da war noch einer davor. Und ihr seht links das blinkende Signal. Ich bin jetzt auch nicht ganz sicher, was es war. Auf jeden Fall orange blinkend, nicht rot blinkend. Doppelter ÖBB-Weg von Richtung Brenner. Aus dem Norden kommt ebenfalls ein Güterzug. Promotion 186, glaube ich. Ich vermute, dass orange blinkend ist gleichzusetzen mit einfach nur orange, heißt der nächste Streckenabschnitt ist frei, aber der folgende nicht. Blinkend sagt nur aus, dass es mit einer Langsamfahrt weitergehen soll. Bin mir dabei aber nicht sicher. Jetzt hatten wir schön fürs Ende des Videos nochmal 2 Züge zugleich. Das ist auf jeden Fall auch eine sehr schöne Sache. Und eben heute nur noch dieses kleine Video. Eigentlich wäre gar nichts geplant gewesen. Ich muss jetzt nämlich bald wieder los, denn zur Mittagszeit sind hier auf der Brennerbahn nicht so viele Züge. Beziehungsweise das waren jetzt für eine Dreiviertelstunde dann doch recht viele Züge. Jetzt kommt noch eine Durchsage, aber das ist der Regio. Auf den warte ich nicht mehr. Ich muss leider zum Bus.